Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir den Turm von den Kandismin abgeschlossen. Und jetzt wollen wir ins siebte Level. Schiebewandhöhle. Let's go. Der Weg hinten mit den roten Blöcken am Schloss, der wird noch wichtig. Entspannt euch, den gehen wir noch nicht. Sondern den hebe ich mir für später auf. Weil das ein alternativer Weg ist und wir wollen natürlich erstmal den normalen Weg gehen. Wir wollen ja alles sehen. Also gehen wir einfach erstmal hier entlang. Und dann nehmen wir den normalen Eingang. Ich glaube, hier war irgendwo eine richtig fiese Starcoin versteckt. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich insgesamt denke, dass das Level etwas schwieriger ist? Weil aufgrund der sich bewegenden Plattformen, und da drüben sieht man es jetzt nochmal, kann man natürlich manchmal getrappt werden und einfach runterfallen. Also sollte man... Oh, alles klar. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da stehen kann. Also sollte man stets darauf achten, dass man kein unnötiges Risiko eingeht. Zum Beispiel da unten kommt man nicht lang für die Starcoin. Sondern die muss man von hier rechts holen. Und dann frühzeitig wieder hier auf die Plattform. Ah, das war dumm. Aber ich glaube, wir bekommen sowieso eine neue Blume. Ja, so ist es. Ich möchte aber trotzdem schauen, ob hier oben vielleicht nicht noch was ist. Nein. Alles klar. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch nicht einen Koopa-Panzer brauchen werden. Also. Von daher. Oh mein Gott, lasse ich den erstmal stehen. Und da hätte man tatsächlich stehen können, da oben. Nur man muss sich halt ducken. Okay, ich komme nicht da hoch. Hätte ich aber auch sehen können. Da wäre ich fast richtig unnötig gestorben. Aber genau das meine ich auch mit kein unnötiges Risiko eingehen. Weil solche Dinger dann passieren können. Und da kann man auch sehr schnell down gehen. Oh, hier oben ist was? Starcoin? Keine Starcoin anscheinend. Dann glaube ich, dass ich die verpasst habe. Oder irgendwie dran vorbeigelaufen bin, was auch immer. Auch eher unwahrscheinlich, ne? Ach, so ein Bullshit. Okay, da oben hätte man auch stehen können. Aber wir lassen es einfach. Ich glaube, den Koopa-Panzer braucht man. Fuck. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um den aufzusammeln. Na. Dann wohl eher doch nicht, aber hier geht's hoch. Das habe ich gesehen. Komm schon. Dass da auch noch Blöcke sind. Alles klar. Und das ist die zweite. Okay, dann haben wir nichts verpasst. Wunderbar. Und wir müssen uns tatsächlich ein wenig beeilen. Stern! Stern! Kann gut sein, dass man den hier benötigt hat. Na, hier drüben braucht man den Koopa. Ach, so ein Bullshit. Ah, hätte ich mal auf mein inneres Ich gehört. Und was mache ich? Ich wollte direkt zum Koopa. Einfach nur, um Zeit zu sparen. Aber ich glaube, 50 Sekunden hätten wir... Ich glaube, das hätten wir noch hinbekommen.
So ein Bullshit. Ach man, das ärgert mich jetzt. Vor allem, dass ich hier am Anfang so lange getrödelt habe. Weil ich dachte, ich hätte eine Starcoin übersehen, aber... Kann man natürlich auch nicht wissen. Alles klar, hier bekommen wir einen Pilz. Das ist gut. Weil da oben sind ja Blöcke, wie wir wissen. Ja, okay. Dann beseitigen wir erst die Viecher hier. Ich wollte ihn doch nur ablegen. Den machen wir weg. Laufen ein bisschen zurück, um den Koopa respawnen zu lassen. Ja, da ist er. Wunderbar. Ah, Mist. Wir werfen ihn aber schon mal. Okay, 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 das sieht gut aus. Was? Ich bin doch auf das Vieh draufgesprungen. Ach komm, Also wenn ich das jetzt schaffe mit dem Koopa, dann... ist schon ziemlich krank. Nein! Ja, dann schließen wir die Scheiße einfach eben ab. Mann, diese Kackviecher andauernd. Ja, komm, nerv nicht da oben. Ja, okay, hier gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwo einen P-Switch oder so. Ach, Mann. Okay, ein Shortcut. Das ist nice, muss ich sagen. Weil die Welt ist doch ziemlich groß und mit diesem Feature, dass man da die Blöcke aktivieren kann, beziehungsweise muss, ist das schon ziemlich geil, wenn man da einen Shortcut hat, dass man nicht andauernd mit den Schaltern rumhampeln muss. Und jetzt schaue ich mal, dass ich das hier ein bisschen schneller abschließen kann. Aber das ist auch gemein mit den sich bewegenden Plattformen. Weil da musst du halt ganz genau darauf achten, wie bewegt sich der Gegner, wie bewege ich mich, wie muss ich meine Geschwindigkeit anpassen an die Plattform. Also, das ist schon etwas tricky. Nicht treffen lassen. Und sich die Blume hier abholen. Let's go. Okay, Checkpoint haben wir schon mal. Also, wenn irgendwas passiert, werde ich mich dann wahrscheinlich umbringen. Das war knapp. Vor allem können wir die Viecher jetzt hier aus dem Weg räumen. Und hier auch den Shortcut benutzen. Stimmt. Let's go. So.
Ich glaube, das reicht erstmal. Jetzt muss ich schauen. Okay, wenn es sich nach rechts bewegt, muss ich los. Ja. Hier kurz stehen bleiben. Und die Starcoin sich von selbst holen lassen. Oh mein Gott. Ich hätte halt oben wieder stehen können. Nur ich bin mir halt nie sicher. Da mache ich lieber sowas. Und schau, dass ich das dann irgendwie skillig gelöst bekomme. Anstatt da oben einfach totgequetscht zu werden. Und ist hier ein P-Switch? Nein, aber Blöcke. Ah, okay. Ja, let's go. Nice. Und ich habe im letzten Part, doch, es war im letzten Part, gemerkt, dass... Ach so, hier muss man einen Shortcut haben. Ah, alles klar. Ich habe im letzten Part gemerkt, dass man ab und zu die Sounds von... Ach, komm, jetzt geht er her. Die Sounds von Toad gehört hat. Also doppelt gehört hat. Weil die Sounds zu laut eingestellt waren und das über mein Mikro dann gehört wurde. Sorry dafür. Ich hab's dieses Mal, habe ich es hoffentlich besser hinbekommen. Ich hab's extra leise gedreht, dass ich nur noch ein bisschen höre. Aber bei euch sollte da nicht so viel tun. Ja, jetzt erstmal das Itemhaus. Das wird etwas schwieriger. Aber ich denke, es sollte auch kein Problem darstellen. Ja, ich denke, ich weiß, wo sie sind. Einmal hier und einmal hier. Das hat sich ja echt gelohnt. Klasse. Ja, gelohnt. Weiß ich jetzt nicht. Ich werfe auf jeden Fall den Pilz weg. Und das Eichelsuit. Ja. Na gut, ich hätte vielleicht den Pinguin wegwerfen sollen. Einfach, weil man das Eichelsuit öfter benötigt. Aber naja, was soll's. Wir gehen jetzt erstmal in Roys Gefahr am Fließbandfestung. Was sind denn das für Namen? Nintendo, hä? Was geht bei euch? Ah, okay, die bleiben. Ich hab's gerade gesehen, dass man da nicht rüberspringen muss. Boah, ernsthaft? Die Starcoin ist so easy. Also eigentlich dachte ich, das ist so ein Dingen. Aber man hat ja hier richtig viel Zeit. Meine Fresse. Ja, und wir schauen jetzt trotzdem nochmal hier oben. Und hier sind sogar ein paar Münzen. Und One-Up. Ja. Let's go. Cooles kleines Secret. Für alle, die viel untersuchen, Secrets suchen und so weiter. Finde ich nice. Okay, ist auch wieder ein kleines Secret, aber jetzt nichts Besonderes. Oh, und da wäre ich fast gestorben, weil ich aus Versehen an dem Block einen Walljump gemacht habe. Alles klar. Okay, und jetzt können wir rüber. Aber
Und da wäre ich fast zerquetscht worden. Alles klar. Ich glaube, da ist nichts. Also weiter. Ist da oben was? Nee, ne? Hier könnte aber gut was sein. Nein, auch nicht. Hier oben? Aber dann hier. Weil hier sind keine Münzen. Ja. Nee, 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 nee. Das lassen wir schön sein. Und wir gehen weiter. Let's go, zwei Münzen. So. Die roten Münzen sind etwas schwieriger. Und was? Habe ich gerade zu langsam geschaltet? Oder ist das Zeitlimit da extrem knapp? Naja. Ah, okay. Ich wusste auf jeden Fall, dass man die mit den Eiskugeln zerschießen kann. Aber dass man auch Eisblöcke draufwerfen kann, das wusste ich nicht. Und jetzt will ich den killen. Hallo. Gut. Ah, alles klar. Boah, bin ich blöd. Ja, okay. Da wurde ich rüber geboostet. Musste dann eigentlich den Walljump versuchen. Den ich leider verkackt habe. Hm. Aber naja. Ich habe ja eigentlich auch mehr von der Stelle erwartet. Ey, komm schon. Als dass es einfach alles runterfällt. Aber was versuche ich da überhaupt irgendwas? Weil ich weiß sowieso, dass sich die letzte Starcoin da drüben befindet. Mega dumm von mir. Mega dumm. Ich hätte einfach nur rumstehen sollen. Aber es ist halt, das ist halt immer so mein Forscherdrang. So alles auszuprobieren. Schnell zu sein, schnell als die Blöcke zu sein. Damit man bloß nichts verpasst. Aber manchmal kann man auch etwas vorsichtiger sein. Kommt er auch mal wieder raus? Ah, okay. Ich glaube, er kann einen stunnen. Okay. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Weil ich stand gerade auf der Plattform, aber vielleicht gilt das auch nur für die Plattform, auf der er steht. Ja, okay, er kann einen nicht stunnen. Gut zu wissen. Ja, nice. Ja, und ich denke, das ist auch ein ziemlich guter Zeitpunkt, den Part zu beenden, weil wir können hier speichern und dann braucht ihr nicht den ganzen Weg rum mitzugehen bis zum Hintereingang des Castles.
Und ich denke, einfach mal die Welt zum nächsten Part abschließen, ist auch mal was anderes. Also, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.